Wie jede andere große Geschichte hat auch unsere einen Anfang. Und unsere reicht bis ins Jahr 2004 zurück. Unser Gründer, der in Algerien geborene Majid Abdelaziz, hatte gerade sein Studium der Ingenieurwissenschaften in Berlin abgeschlossen und begann nach Wegen zu suchen, wie man der grassierenden Dürre in Nordafrika begegnen könnte. Während die meisten einen eher passiven Ansatz wählen würden, wählte Abdelaziz mit Hilfe der neuen Physik einen proaktiveren Ansatz. Indem Majid Abdelaziz auf früheren Forschungen renommierter Wissenschaftler wie Nikola Tesla, Wilhelm Reich und Walter Russell aufbaut, tut er nun, was viele Jahre lang für unmöglich gehalten wurde. Er lässt es in der Wüste regnen. Doch wie hat er das gemacht? Das Geheimnis liegt in den von Wilhelm Reich entwickelten Cloudbuster-Techniken und der Wissenschaft hinter der heiligen Geometrie. Oft auch als Himmelsakupunktur bezeichnet, beinhaltet diese Technik die komplexe, aber einfache Methodik der Erzeugung von positiver Schwingung in einem bestimmten Gebiet. Während die meisten Wissenschaftler die Wissenschaft hinter dieser neuen Technologie bestreiten, sind die Ergebnisse nicht zu leugnen. Durch den Lebenszyklus seines Projektes von 2004 bis 2016 konnte Majid Abdelaziz genug Regen erzeugen, um auf einem Wüstengebiet, das im letzten Jahrzehnt kaum Regen gesehen hatte, erfolgreich Bäume zu pflanzen und Gemüse anzubauen. Mit den Erkenntnissen aus unserer Forschung konnten wir die sogenannten Sphärenharmonieanlagen entwickeln. Es gibt sie in zwei Größen. Diese wertvollen Sphärenharmonieanlagen wurden an verschiedenen Orten auf der ganzen Welt eingesetzt, um Regenfälle anzuziehen, Chemtrails aufzulösen und den Weltfrieden zu bewahren. Und nicht nur das, die Sphärenharmonieanlagen sind auch nützlich, um positive Schwingungen und Frequenzen zu erzeugen, die das Angstniveau senken und die Liebesenergie unter den Menschen erhöhen. Zusätzlich haben wir den Holofraktalharmonisierer entwickelt, der derzeit vielen Haushalten hilft, sich vor 5G und Wifi-Strahlung in unseren Wohnungen zu schützen. Ein internationales Netzwerk von Sphärenharmonieanlagen würde einen großen Beitrag zur Förderung des Weltfriedens leisten.